Wir befinden uns im Jahre 2001, Odyssee im Weltraum oder im Voltraum. Volt ist doch noch nicht aufgeschlossen, ohne zu sterben nicht geschafft. Und 10 T-Shirts brauche ich. Ich habe mir vorgenommen, dass ich für etwas sterben würde, was von Bedeutung ist. Der feuert direkt zu Beginn, das heißt, ich warte, bis er Ruhepause hat und dann dadurch. Die tragen ein Duell aus, das ist gut für mich. Gerade auch, dass hier diese Plattform nicht wegwandern, weil da habe ich nochmal Sicherheiten. Da kann ich die da unten treiben lassen, was sie wollen. Bin hier auf sicherem Grund. Die räume ich ab. In der Raute einen Schlüssel. Wenn ich mir das T-Shirt den beim Abflug hier wegmachen und gleich weg da. Los, weg da. Das Dreieck abgeräumt. Der kommt gerade auf mich zu, der Lift. Das Gute ist, die stehen auch verkehrt herum, aber beim Abstieg, ich muss hier durch die schmale Lücke durch, die stehen nah an der Felswand dran. Auf den warte ich mal, dann kann ich hier über zwei Wulis hinweg hier an die Decke steigen. Das mache ich aus der Luft, dann muss ich nicht in die Stacheln. Der Pfeil zeigt rüber, das kann nur eine Falle sein. Mann, hier ist echt viel los, guck dir an, hier alle wollen ein Duell. Okay, der ist auf mich draufgefahren. Und die schießen schräg runter. Das heißt, wenn du hier durchläufst, du wirst auch getroffen, wenn du hier geradeaus willst. Oh Mann, ist hier was. Das war glücklich. Diese Rittersleute immer. Der fährt mich hoch. Da ist ein T-Shirt, das nehme ich mit. Ich wollte es stehen lassen, aber offensichtlich meine Patschepfoten hier mit Babsi, die kriegen sie auch so eingedrückt. Muss man nur hart genug hier dagegen laufen. Gut, dass das gerade drinnen war. Ich habe halt auch viel Glück hier gerade hier bei diesem Level. Also wenn ich das hier ohne zu sterben schaffe, dann ist das leider hier wirklich mit sehr viel Glück verbunden. Weil es gibt so viel, dass die hier schaden will. Ich glaube, die züchten hier Garn. Moment, ich gehe mal da durch. Es gibt hier nirgendwo etwas, wo man hier nur die Lücke braucht. Ich lasse das hier erstmal abräumen. Der läuft durch. Dann gehe ich schnell da unten durch und jetzt hier an das T-Shirt ran. Da muss ich nicht so lange warten, bis das da ist. Der hat Feuerpause. Keine Ahnung. Und hier durch. Dann gehe ich unten mal schnell. Das räume ich ab. Hier springe ich an. Dann klettere ich drüber. Pilotenschein? Wofür? Gut, ich bin dort. So, der schießt wieder schräg hoch. Das ist halt fies, weil ich muss auf ihn zufliegen und hoffen, dass ich mich hier auch noch festhalte und mich dann nicht von der Kugel treffen lasse. Ein bisschen verzeiht's, aber es ist schon eng. Laufe ich durch, da warte ich schnell. Der ist gerade im Weg. Und jetzt hier wieder weiter. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ja, aber ich zittere wirklich hier. Das ist die reinste Geschicklichkeitsprüfung. Also jetzt habe ich zu schnell rüber gewollt. Das war fatal. Den habe ich gleich mal ausgeschaltet. Dann kann ich jetzt hier sicherheitshalber rüber. Den schalte ich ab. Das Garn fliegt so ein bisschen in den Felsen rein. Das gefällt mir nicht. Und hoch da. Einmal an die Decke und zurück. Jetzt hier aus der Luft hindurch. Und runterfallen lassen. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Nicht hier in die Stacheln reinfallen, sonst ist gleich der Schutz wieder dahin. Den räume ich ab. Warum ich gleiten kann? Keine Ahnung. Ja, der war von der Höhe wieder nicht optimal. Da ist ein T-Shirt. Genau das kann ich gerade brauchen. Ich habe meinen Schutz verloren. Da sind wieder Stacheln. Nehme ich hier. Hier muss ich nichts allzu waghalsiges probieren. Ich nehme mir den hier aus der Luft, während ich falle. Ja, ich glaube, die züchten hier Garn oder ernten es. Wir hatten auf jeden Fall so einen Obstkorb dabei. Das sah so nach Früchten aus hier. Der stürmt gleich, aber erstmal hier auf der schmalen Ebene alles. Ja, da muss ich den Katzensprung, aber das ist auch mies, weil da ist der Weg nach oben und da bremst er sich dann selbst aus. Okay, da oben habe ich einen Schlüssel. Die machen hier einen Luftkampf miteinander. Die lasse ich mal treiben hier. Hallöle. Das ist auch so ein fieses Teil. Es feuert direkt runter hier auf die Stacheln.
Also wir haben das hier. Ich sammle mal kurz auf der Ebene unten. Ich weiß, wir haben noch ein T-Shirt hier. Das habe ich vorhin mal gesehen. Ich glaube, ich hatte gerade Glück, dass er abgebremst hat. Ja, siehst du, deswegen. Ich dachte mir schon, dass ich ein bisschen zu überheblich bin in einigen Fällen. Also die lasse ich weiter hier ihr Unwesen treiben. Da kann ich mich doch sicherlich auch festhalten nach dem Checkpoint, wenn ich hier den Sprung time und wieder eins über seinem Schädel. Und auch bei ihm hier. Okay, wir haben alles für den Voltresor. Obwohl mir das ja gefühlt hier die mittlere Ebene ist, so das, was gefährlich ist. Weil ab da treiben die hier, ist hier wirklich bunt. Da fliegen die mit ihrem Jetpack, da schießen die hier mit ihren Kugeln. Pilotenschein? Wofür? Und unten am Boden habe ich es gefühlt am sichersten, jetzt mal von den Stacheln abgesehen. Aber da kannst du ja drauf warten, bis die eingezogen sind. Erstmal da runter. Da kann ich auf zwei Ebenen nochmal was mitnehmen. So, einmal zu dem. Der schaut zum Glück nicht her. Was gibt's da oben? Da geht's schräg rüber. Ich brauch das T-Shirt. Das nehme ich mit. Ich habe den Voltresor gesehen. Der fährt runter. So, wenn ich hier... Ich hoffe, das reicht so von der Schräge hier rüber. Sehr schön. Aber der ist auch wieder so in der Mitte des Levels. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier auf 700 Garn verständigen. Also 100 gibt es noch in etwa. Wir sind kurz vor dem Ziel. Den hat er zerlegt. Babsis Patschefötchen. Das ist fies. Da werde ich jetzt immer das von der Decke machen, weil sonst schießt er hier in die Stacheln rein und das tut voll weh. Es ist noch nicht fatal, aber es wird fatal, wenn es mir häufig passiert. Der ist zum Glück hier abgebremst, weil er dachte, da ist noch die Felswand. Oder weil er nicht... Das ist sehr schmal. Mann, ich muss all meine Geschicklichkeit hier beweisen, dass ich mich hier von nichts erwischen lasse. Also das Level hat's in sich. Jetzt bin ich doch einmal hier rein. Boah, war das Glück. Ich dachte mindestens zwei, dreimal, das war's jetzt. Hol ich mir das hier. Ich brauch's dringend. Schnell dadurch. Wäre ich jetzt auch fast wieder an die Kanone rangeäumelt. Da kann ich nochmal was sammeln. Lege ich mal hin. Da ist das Ende des Levels. Und das sind die letzten vier Garne. Das heißt, wir haben auch alles. Jetzt nicht mehr erwischen lassen. Hat so in etwa genauso lang gedauert wie das Level davor. Aber jetzt wenigstens noch ein bisschen Konzentration. Ja, es dauert nicht mehr lange. Einmal gescheit rüber geflogen. Wir haben es geschafft. Hui, sagst du, das war nicht mein Lieblingslevel. Ja, das war richtig heftig. 78.195 Punkte habe ich geholt. Fast 8 Minuten gebraucht. Ja, ich habe viel Leben verloren. WCPGB, damit kommst du ins nächste Level. 2001, Odyssee im Voltraum. Gott sei Dank ist das Schloss offen.